Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge und diese Folge muss ein bisschen kürzer werden, denn ich habe eben noch überlegt, ich mache nochmal eben eine Folge dran, aber ich habe nur 11 Minuten Zeit maximal. Danach muss ich nämlich sofort abhauen. So, von daher legen wir direkt mal los mit dem nächsten Rennen. Ich hoffe mal, dass wir hier zwei Rennen schaffen. Ah, das wäre sonst doof, sonst kriege ich nämlich Mecker. Ich muss nämlich noch meine Freundin abholen. So. Boah, scheiße. 19 Punkte Rückstand. Naja, nützt nichts. Also, wir müssen Gas geben. Das letzte Rennen, wisst ihr, war nicht so richtig geil. Mit drei Reifen haben wir uns leider doch nicht mehr so gut ins Ziel retten können. Aber gut, was soll's. Auf geht's jetzt mit dem nächsten Rennen. Chicago. Ja, und wir starten tatsächlich von ganz vorne. Weil wir letzter waren, eben. So, und wir haben jetzt auch nicht die Topfahrer hinter uns. Das ist das zweite Gute. Von daher werde ich hier auch versuchen, jetzt möglichst ohne Feindkontakt jetzt... Oh je, aber diese Bandenberührung, ja, das ist auch alles scheiße hier. Ich kann wieder die Karte nicht sehen, weil die Kamera davor ist. Genau, und der Faisal hier, wissen wir, dass der Penner hier einer der Hauptkonkurrenten ist. Ja, nicht zu aggressiv. So, wir müssen die ersten Rennen, macht sowieso eher Sinn, wenn wir hier wirklich auf Platzierung fahren, weil wir ja noch gar nicht wissen, wer jetzt am Ende wirklich dann unser Hauptkonkurrent ist. Von daher fahren wir hier jetzt mal ganz normal Rennen. Hoffen natürlich, dass unser Teamkollege immer mal so unter den ersten 5 ins Ziel kommt. Sieht derzeit ganz gut aus. So, der Teamkollege auf Platz 7 zurückgefallen. So, noch sind alle Reifen dran, das ist schon mal das Gute. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ein ruhiges Rennen. Der Teamkollege leider schon auf Platz 9 zurückgefallen. Das heißt, er wird hier im nächsten Rennen wahrscheinlich dann die Ehre haben, von der Pole Position zu starten. Oh Gott. Da ist wieder der Reifen abgegangen und so weiter. Das war ein heftiger Einschlag. Das kann man sich natürlich überhaupt nicht leisten. So, eine Runde noch. Schöner Kurveneinschlag hier.
Hier waren wir jetzt natürlich zu weit außen. Genauso wie hier. Aber wir haben schon einen sicheren Abstand nach hinten. Das geht schon. So, und jetzt drehen wir hier nochmal richtig auf. Die Kurven, die wir fahren hier super gut. Da waren wir jetzt ein bisschen arg am Rutschen, deswegen konnten wir auch nicht mehr wirklich lenken. Aber das ist der erste Sieg in dieser Saison. Und auch sehr verdient, wie ich finde. Schön. Ja, dann machen wir nochmal eine schnelle Runde. Ein schnelles Rennen. Da gucken wir gerade mal, wie sieht's aus. 23 Punkte. Ja, also von 6 Teams ist natürlich Platz 5 in der Teamwertung jetzt auch machbar, ne? So, hier haben wir jetzt übrigens schon fast Stufe 6 erreicht. Da werden wir dann wahrscheinlich bei 8 oder so rauskommen. Da müssen wir uns dann im nächsten Durchgang dann nicht mehr so heftigst aufreiben. So, Performance, 2,7 Kilometer, was war das jetzt noch? So, wir legen direkt los, 3 Runden in Dubai und diesmal starten wir von drittletzter Position. Das ist nämlich unsere Position. Ja, und unser Teamkollege tatsächlich hier vom Platz 1. Das tut mir ja leid. Ich wollte es jetzt eigentlich auch nicht beschreien, aber gut. So, ganz wichtig ist hier natürlich auch, dass wir die Plätze gut machen, solange das Feld noch nah beisammen ist. Das war eine ganz böse Kollision hier mit der Wand. Die hat das Auto, glaube ich, nicht so gut weggesteckt. Von daher habe ich da nochmal die Rückblende genommen. So, die sind hier schön zu dritt immer, diese Brillauen hier in der Kurve. Das kann natürlich nicht gut gehen. Boah, was ein Geschubse hier, ne? Unfassbar. So, Platz 6. Und jetzt die Möglichkeit hier, an einem schon mal vorbeizukommen. Jeder Platz. Oh, das war auch eine sanfte Berührung. Das war schon okay. Danach außen nicht mehr so sanft. Aber jetzt die Möglichkeit, hier wieder reinzugehen. Und den können wir vielleicht beim Rausbeschleunigen noch mitnehmen. Nein. Doch. Hier in der Kurve. Sehr schön. Ja, dann sind jetzt noch 2 vor uns. Und wir müssen natürlich hoffen, dass jetzt unser Rad auch dran bleibt. Denn da waren schon einige Bandenberührungen, die nicht so richtig toll waren. So, der Teamkollege ist vor uns. Schön, dass der sich bis hierhin auf dem zweiten Platz halten konnte. Auch wenn wir den jetzt natürlich angreifen müssen. Damit wir hier den McCain noch holen. Vielleicht können wir hier sogar für einen Doppelsieg nochmal sorgen, indem wir den McCain nochmal so ein bisschen wegbremsen. Ah,
komm, trau dich doch. Fahr doch einfach durch und dreh den. Ah, so doll war es jetzt nicht gewollt. Dann machen wir es lieber so. Hier, einmal gegen die Wand. Tschüss. Der ist immer noch geschafft, vor unserem Teamkollegen zu bleiben. Okay. So, Kollege, dann. Traut er sich nicht mehr? Okay, er hat gebremst, weil hier eine Kurve kommt. Das macht natürlich auch Sinn. So, wir müssen dem McCain hier jetzt nochmal wehtun. Ich will jetzt hier den Doppelsieg. So, das ist natürlich nicht so geil, dass jetzt hier noch unser Reifen sich verabschiedet. Das ist gar nicht geil. Wir müssen jetzt irgendwie unseren Platz noch bis ins Ziel. Dritter reicht, ja. Ach, scheiße, da. Ah, und ich dachte, unser Teamkollege wäre auf Platz 2. Nein, dann ist er auf 4. Ach, das ist ja noch blöd gelaufen. Also, da hat ja Ravenwest uns ja mal richtig nochmal verarscht, die Schweine. Naja. Tja, Leute, wie gesagt, kurze Folge. Wir machen hier jetzt auch Feierabend. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Folge geht's weiter. Ihr seht vorne 4 Fahrer innerhalb von 2 Punkten. Bei der Teamwertung 16 Punkte hinter Ravenwest. Da geht aber auch noch einiges. Vielleicht lasse ich mich auch einfach hier mit Platz 4 oder 3 zufrieden geben. Naja, gut, wir sehen's. Nächste Folge geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch. Bis dann.